Grüß Gott zu einer neuen Predigt. Ich stehe heute wieder einmal in unserer Kirche Maria Himmelfahrt in Mering St. Afra, diesmal nicht am Altar, sondern am Hochaltar bzw. am Tabernakel dieser Kirche. Was ist ein Tabernakel? Ein Tabernakel kommt aus dem Lateinischen, bedeutet Tabernaculum, Zelt, das Zelt Gottes, und erinnert damit an die Gegenwart Gottes in seinem Volk Israel. Denn in den ersten Jahrhunderten der Geschichte Israels war Gott nicht in einem Tempel verehrt worden, sondern das Volk, das ja durch die Wüste und durch die Gegenden des Nahen Ostens zog, verehrte die Gegenwart des Herrn in seiner Mitte in einem Zelt, das immer wieder auf- und abgebaut worden ist. Und so soll der Tabernakel uns Christen daran erinnern, nicht, dass wir sozusagen in unserem Leben immer nur an einem Punkt Gott finden könnten, sondern dass Gott für uns Christen einer ist, der mit uns auf dem Weg ist, der sein Zelt unter den Menschen aufgeschlagen hat und dass wir ihn dort, wo er uns verheißen hat, nämlich mitten in der Welt, auch immer wieder finden können. Dass wir diesen Tabernakel in unseren Kirchen jeweils haben, dient dazu, dieser Gegenwart auch einen prächtigen Ort zu verschaffen und möglich zu machen. Er ist im Grunde dafür da, die geweihten Hostien, die bei einer Messe nicht verbraucht worden sind, zu bergen und damit einen würdigen Ort für diese Hostien, für die Gegenwart Gottes möglich zu machen, aber auch gleichzeitig einen Aufbewahrungsort für die Möglichkeit zu bieten, Gott zu den Menschen zu bringen. Denn diese Hostien werden nicht aufbewahrt, damit man einfach einen Schrank ähnlich dann irgendwann, wenn man es wieder braucht, die Hostien raustäte, sondern sie sind vor allen Dingen dafür da, dass man diese Hostien dann auch benutzt, um sie zu den Kranken und Alten in einer Gemeinde zu bringen. Und damit im Grunde ihnen deutlich zu machen, dass Gott auch bei ihnen mit auf dem Weg, bei ihnen mit im Leben, mitten im Leben ist. Und weil Gott im Grunde für uns alle Licht und Herrlichkeit bedeutet, Hoffnung, Zuversicht bedeutet, ist es dann auch richtig, dass man ihn mit Gold beschlägt und feierlich gestaltet. Das haben wir hier in unserer Kirche auch wieder im vergoldeten Tabernakel so hinsetzen und hinstellen können. Und das werden Sie auch in all Ihren Kirchen, wo Sie wohnen und sich diese Sendung vielleicht jetzt anschauen, auch sehen können. Gucken Sie mal hin. Sie werden im Zelt Gottes immer sich klar machen können, dass Gott mit Ihnen auf dem Weg ist, dass er sein Zelt bei Ihnen daheim, in Ihrer Gemeinde, in Ihrem Ort aufgeschlagen hat. In diesem Sinne eine gute Woche mit der Gegenwart Gottes.